Willkommen zurück hier zu Folge Nummer 53 von Control. Und ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe leider noch nichts von Hollywood gehört. Die müssten eigentlich einen Brief losgeschickt haben, um Jessie hier als Schauspielerin für irgendeinen neuen Blockbuster zu casten. Noch weiß ich es nicht, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Briefe aus den Staaten einfach ein bisschen länger unterwegs sind. Da kommt auf jeden Fall noch was. Nach unserem filmreichen Auftritt aus der letzten Folge kann ich mir nicht vorstellen, dass Jessie da oder dass wir in Form von Jessie da nicht irgendwie gecastet werden. Es war der Film aller Filme. Und wer das soweit ist, können wir hier die zweite Prüfung nämlich nochmal starten. Wir mussten uns ja am Anfang entscheiden. Und haben uns dafür entschieden, dass wir Gebilde erschaffen können. Jetzt können wir die Gebilde aber auch zerstören. Das finde ich gut. Und ich erzähle euch ein bisschen was hierzu, weil ich nämlich am Ende der letzten Folge versehentlich hier schon mal angefangen oder ein Stück weiter vorgegangen bin und deswegen so eine Sequenz getriggert habe, beziehungsweise ein Stück weit hier schon reingespielt hatte. Und ich bin jetzt wieder an dem Checkpoint am Anfang rausgekommen, deswegen kommen da jetzt die Zwischensequenzen mit dem Rad nicht. Also der Rad ist not amused, dass wir uns hier beide Fähigkeiten aneignen. Meint, wir können das nicht schaffen. Und einige der Gebilde, die hier entstehen, die können auch wieder kaputt gehen. Quatsch, andersrum. Einige der Gebilde, ich sollte nicht mich zu sehr darauf konzentrieren, was ich hier mache und gleichzeitig reden. Aber ich versuche es nochmal. Manche der Gebilde, die wir hier zerstören, die werden dann wieder erschaffen sozusagen. Also die kommen wieder raus und könnten gefährlich werden. Deswegen müssen wir da ein wenig Vorsicht walten lassen. Ja, runterfallen ist nicht geil. Ich weiß, wovon ich rede, mein Freund. Oh, hoppla, da hätte ich mich nicht so nah ranstellen sollen. Ah, ich sollte nicht so laut lachen, glaube ich. Das kann ganz schnell auch in die Hose gehen. Ah, ich glaube, den hätte ich treffen müssen als... Das tut dem ja gar nicht weh, ne? Gehen die hier irgendwie drauf? Du kommst da drauf. Duck dich, Jessie! Und der Dude, wo ist der denn hin? Achso, den habe ich jetzt aus Versehen gleich mitgenommen. Ja, nice. Auch nicht schlecht. Ah, die Fähigkeit gefällt mir gerade spontan deutlich besser als die andere. Wie gut, dass wir am Ende des Tages doch noch beide wählen konnten. Andererseits, wenn ich sie nicht hätte wählen können, hätte ich auch nicht gewusst, was ich verpasse, also ich so gesehen. Ich will nicht mehr durch die Astralebene teleportieren. Oh nein, ich erinnere mich wieder. Wenn ihr zuhört, ich will endlich Antworten haben. Ja, die würde ich auch gern haben. Oh, aber vor allem will ich nicht gegen diesen komischen Gestalter hier, diesen komischen Bumsklumpen da antreten. Den habe ich jetzt schon zweimal besiegt und zweimal war das kein Spaziergang. Ich wette, dieser komische Hoshi ist der Rat. Der steuert den ganzen Kram hier. Der ist verantwortlich für alles. Komm her, dann kriegst du jetzt eine letzte Ladung von der Amtwaffe. Bist du auch hässlich, ey. Oh Gott, oh Gott. Shit. Ey, der macht ja hier alles kaputt. Oh ja, na klar. Ist das hier gerade so ein Bossfight? Bin ich schon so weit in dem DLC oder fühlt sich gerade nur so an, dass es ein Bossfight ist? Wo ist denn hier das Leben? Die haben doch bestimmt Leben. Ah, ich hab's schon aufgesammelt. Na gut. Weg mit dir. Ich sehe es, by the way, schon, dass ich hier mich in wieder so ein Loch rein. Oh nein! Ja, oder so. Wow, ich habe dem ja nicht mal viel Schaden gemacht. Also basically gar nichts. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Kampf?
Ja, jetzt wo wir Hartman besiegt haben mit dem anderen DLC, ist ja alles nur noch ein Spaziergang und voll einfach. Gestalter sagt nein. Oh, aber er hat seine Lebensleiste. Wieso machen die jetzt gerade so viel Damage? Ich habe vorhin irgendwas falsch gemacht. Aua! Hör mal auf, permanent durchs Gemüse zu prügeln. Was soll denn das? Na, gib mir Energie! Oh. Ja, okay. Das habe ich sogar gesehen, ne? Das habe ich sogar gesehen und bin trotzdem reingelaufen. Wow, das ist selbst für mich ein neuer Tiefpunkt. Oh Mann, ich habe es auch noch gesagt, dass ich da reinfallen werde. Das wird bestimmt nie nochmal klappen, dass ich dem so viel Damage ziehe. Ich weiß nämlich nicht, was ich gemacht habe, aber es war offensichtlich völlig richtig. So, Gestaltinator, komm mal raus. Ja, grüßen. Nee, der hat seine Lebensleiste nämlich nicht wiederbekommen, sondern ich habe einfach irgendwas richtig gemacht. Aua. Oh boy. Alter, hör doch mal auf. Au! Die kriegst du wieder. Hier, die kriegst du wieder zurück zum Absender. Empfänger unbekannt verzogen. Nein! Oh, ich hab doch B gedrückt. Oh Mann. Auch unsere ganzen schönen Dreiecke gehen gerade wieder flöten. Okay, also der ist ultra verwundbar an seinem Auge. Da muss ich echt schnell sehen, dass ich ihn da was reindrücken kann. Hör zu, Torben Jeremias, ich möchte das nicht. Ich hätte gern, dass du das respektierst. Kriegen wir das hin? Holy shit, ich habe dir schon wieder ein halbes Leben gezogen. What? Nein! Oh Mann! Ich hab's noch gesehen. Dem kriege ich hier noch eine rein. Dem hau ich noch eine rein. Sehr schön. Ach komm hier, Jesse, fall runter. Ach Mann! Diese Kacklöcher! Jedes Mal! Ah! Okay. Ey, wieso mache ich denn jetzt so viel Schaden? Oder wieso habe ich denn vorhin so wenig Schaden gemacht? Krasser Scheiß. Oder ist es nur wieder so Stage 1 von 12 des Kampfes? Jetzt haben wir auch so wenig Energie. Ist das hier wieder so? Komm, Gestaltinator, ich habe hier was für dich. Ja, grüßen. Friss. Fritten in die Messe rein, mein Freund. Wow. Alter. Okay, die Hälfte haben wir schon. Wow. Ich weiß halt nicht, wie weit es nach hinten geht, ne? Kann ich gerade überhaupt nicht sagen. Ist durchaus möglich, dass wir dann auch irgendwann so. Ah ja, die habe ich ja ganz vergessen. Hallo Kollegen. Ist ja voll nett, dass ihr mir Leben bringt. Also wirklich super doll. Oh, wollte ich gerade hingehen, Mann. Was soll denn das? What? Du bist ja schon wieder da. Deine Schergen sind noch da. Once nach dem anderen. Ach du Scheiße. Nein! Och Mann. Och Mann, hau doch. Hat dieser Bastard, ey. Da kriegst du schon Hals. Wenn ich den in die Finger kriege, ne? Ich werde dem jedes einzelne seiner Kackbeine einzeln ausrupfen. Höre ich mich gerade wie ein Psychopath an? Mag sein. Trotzdem, ich hasse ihn. Ja, versöhnen wir ihn. Ganz deiner Meinung. Ich spreche fischig. Get on my level, Junge. Wow. Nein, ich habe keine Energie mehr. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh, diesmal habe ich ihn wieder nicht viel gezogen. Hä, was habe ich denn da vorhin gemacht? Wow. Gib mir dein Leben, du Nulpe. Weg mit dir. So, da ist wieder Leben, da ist wieder der Gestalter. Direkt rein ins Auge. Oh, das macht richtig viel Damage ins Auge. Das ist, muss ich mir unbedingt. Ah, scheiße. Was? Oh, Mann. Ey, dieses ist echt.
Das ist Karma, weil ich mich vorhin drüber lustig gemacht habe, dass sie runtergefallen sind oder dass der eine Typ runtergefallen ist. Hahaha, das war ja so lustig. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid mental darauf eingerichtet, dass es jetzt wahrscheinlich die nächsten 37 Folgen so weitergeht. Hallo, ich hasse dich. Ich hoffe, du musst leiden. Kann ich ausweichen? Ich habe nicht Energie. Jetzt kann ich nicht ausweichen. Aber wenn ich ausweiche mit meiner Energie, habe ich wiederum keine Energie, um Sachen zu werfen. Das ist echt Struggle vom Feinsten, sage ich euch. Weg da! Uah! Och komm! Das ist jetzt aber langsam nicht mehr lustig, dass du mich hier die permanent darunter pokst. Also ganz ehrlich. 15.000 haben wir noch. 15.000 Dreiecke. Ich weiß nicht, wie viel es ganz am Anfang waren. Zwischenzeitlich waren es mal 22. Da haben wir aber auch schon ein paar verloren. Das kriegen wir, also auf 0 kriegen wir es ja theoretisch nicht. Ja, weil es nähert sich ja asymptotisch der X-Achse. Ist aber auch schnell wie der Wind hier mit seinen blöden Pfoten. Lad schneller nach. Jetzt ist er schon weg. Aber diesmal haben wir ihm auch nur ein Viertelleben gezogen. Ne? Das haben wir schon mal besser hingekriegt. Oh, ein Loch. Ich sehe es schon. Was war das denn? Dann muss man auf jeden Fall erstmal hier das... Muss ich mir erstmal das Leben snickern? Ach du liebe Zeit. Ja, noch mehr Leben für mich. Dankeschön. Die Firma dankt. Na, tut's weh, hä? Tut's weh? Ach du Scheiße. Wow, das war knapp. Das war jetzt zweimal knapp. I need some energy, please. Bisschen Leben. Genau sowas von euch hier. Ja, hätte ein bisschen mehr sein dürfen, aber wollen uns mal nicht beklagen hier. Dich gibt's ja schließlich auch noch. So, wo ist er? Da ist er. Nein! Ich hasse dich und deine gesamte Existenz, du hässliches Kloppivieh, du Klumpen, du. Die Welt ist voller Einhörner und Marshmallows. Ich sehe Regenbögen und flauschige rosa Wolken aus Zuckerwatte. Mein geistiger Zustand ist stabil. What? Wie haben wir das denn geschafft? Wow, wow, wow. No, no, no. No. Nein, das war ich selber. Ich wollte ihm ins Auge schießen und habe ihm auf den Fuß geschossen. Ich hatte ihm die Hälfte schon abgezogen. Oh Gott. Wenn es schon mal gut läuft, dann stelle ich mir selber das Bein, ne? Das kann ich nicht mal dem Spiel anlasten. Das war wirklich einfach nur eigene Dummheit. Wenn das jetzt nicht mal der Hauptbossfight ist, dann gehe ich davon aus, dass der Hauptbossfight wahrscheinlich sogar noch schwerer wird als der. Da sehe ich ja schon totally forward da. Die Richtung. Ah, da war die Energie wieder leer. Oh. Ah, ich kann auch einfach auf sein Bein gehen. Nice. Nein, es ist schon wieder passiert. Unfassbar. Habe ich genug Energie? Ja, ich schleudert jetzt einfach zurück. Was sagst du dazu, Kollege? Wow. So, ich habe gehört, du wolltest dich mal ganz kurz zurückziehen und ein paar Lebensspender schicken. Dankeschön. What? Was war das denn schon wieder? Jetzt sterbe ich schon an diesem Kleinvieh. Unfassbar. Oh, ich hatte ihn wieder zur Hälfte runter, ey. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie oft ich das jetzt schon versucht habe, aber ist bestimmt schon zweistellig. Ich hasse dich. Du bist so hässlich.
Ah, voll reingelaufen. Voll reingelaufen. Und wieder rein. Oh, weia, das haben wir ja. Das war schlecht. Das war einfach nur schlecht. Da haben wir ihm fast keinen Damage. Was ist denn los mit dir? Was stimmt mit dir nicht, du Heslon? Das stimmt mit euch allen nicht. Oh boy, es ist schon wieder passiert. RIP Dreiecke, sage ich nur. Versuch Nummer 57. Klappe die erste. Ich hasse dich. Ich bewerf dich jetzt einfach mit Sachen, weil ich genau weiß, dass dir das erstmal richtig hart wehtun wird. Oh boy, aber das tut mir hart weh. Daneben. Daneben. Was, du ziehst dich schon zurück? Hä? Jetzt schon? Kein Bock mehr oder was? Hast du schon genug? Ja? Bam, guck dir an, was ich mit deinen Nulpen gemacht habe. Die können mir gar nichts. Oh, nein! Oh, oh, das habe ich gerettet. Holy shit. Ich bin ein bisschen stolz auf mich gerade. Also selbst wenn ich jetzt noch verkacke, habe ich zumindest was, worauf ich stolz sein kann. Okay. Bisschen darauf achten, dass hier auch die Typen wieder da sind. Genau wegen so einer Scheiße. Weg da. Oh boy, oh boy. Nicht in diese Richtung ausweichen ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Oh nein, ich habe keine Energie, um sie zurückzuschleudern. Doch jetzt. Komm, friss, friss. Oh, ach nee, hier geht's weiter. Wollte schon sagen, hier ist Schluss. Nachladen, nicht jetzt. Komm schon. Wieder Schergen am Werk. Weg da. Oh! Yes! Hohoho. Nicht kartografierter Bereich, ja, das ist okay. Oh. Soll ich dem Rat wirklich trauen? Nein. Der Rat ist böse, wie alles auf der Astralebene. Es ist das pure Böse. So, was haben wir denn jetzt für krasse Mods bekommen, sagt mal. Holy Schissel. Lasst mich das mal kurz hier. Stufe 6er Mod. Exklusiv für den Lader. Das haben wir ja sogar. Geschossgeschwindigkeit plus 500. Wenn ich mich nicht täusche, waren das jetzt nur 110%. Aber kann ich das stacken? Ich glaube schon, oder? Es steht ja jetzt zumindest nicht da, dass ich es nicht könnte. Was haben wir hier? Munitionswiederherstellung durch Einsatz von Flucht. Ich glaube, das ist Quatsch. Also die Stufe 3er sind auf jeden Fall Quatsch. Die Stufe 4er eigentlich auch. Aber ich glaube, die Stufe 6er Mod, die wir da bekommen haben, ist nicht so der Burner. Die lasse ich mal. Die nehme ich mal nicht. Aber ich glaube, die für den Lader ist ganz cool. So, hier haben wir auch wieder jede Menge Abfall. Den entsorgen wir gleich mal, wenn wir einmal dabei sind. Außerdem müssen wir uns ja unsere Dreiecke zurückholen, die wir gerade fabulös verloren haben. Ach nee, Vierer kommen auch weg. Gegen den Gestalter. Dieses Drecksding. Oh Gott, wie ich ihn hasse. Was bei den Waffenformen denn eigentlich? Hier, was ist denn beim Impuls? Was willst du denn von mir? Ach, da haben wir ja auch schon eine Stufe 6er Mod. Das wusste ich gerade gar nicht. Ach, wir können noch eine ausrüsten. Da sagt das doch. Also, hat er ja. Kosten von... Ach, Schmetterschaden nach... Ach, Kosten von Flucht ist das Gleiche. Aber die ist ein bisschen besser. Naja, wir haben nichts anderes. Mach mal rein. Oh, was für ein Spaß. Holy shit. Und all der Spaß nur, damit wir jetzt hier Sachen zerstören können. Aber gut. Was ist denn eigentlich meine Mission? Ich habe gar keine Mission. Das ist aber komisch. Finde heraus, was... Das ist, glaube ich, die Mission. Nee, das ist der... Was ist denn die Hauptmission? Das glaube ich. Könnt natürlich auch Pop-Sammlung machen.
Ach nee, tolle Platte ist ja die Jukebox. Nee, dann ist es natürlich die, die Nagelmission. Reiche den Höhlenpfad. Das ist eigentlich die Richtung. Ich weiß halt auch überhaupt gerade nicht mehr, woher wir gekommen sind. Wir sind waren jetzt so lang auf der Astralebene und haben da so viel erlebt. Das ist echt... Nee, das ist auch falsch. Das ist auch... Ich muss davor und dann irgendwie nach links... Das kann aber nicht hier sein, weil hier geht's ja offensichtlich nicht nach links. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach eine Ebene drunter oder drüber. Ich folge jetzt einfach mal dem Pfad hier in der Hoffnung, dass es nicht komplett falsch ist. Im Zweifel kommen wir wieder auf den aufs Zentrum zurück, wo der Nagel sich sowieso befindet. Hier. Genau, was ist das? Das haben wir noch nicht gelootet. Peinlich. So, Jesse, flieg, was das Zeug hält. Ich möchte ungern, dass du jetzt hier ins Nichts... Na, geh auf den Vorsprung. Besser ist, bevor du hier wieder ins Nichts fällst. So, aber wir sind langsam wieder auf sicherem Boden. Zack, da sind wir wieder zurück. Leute, ihr glaubt mir nicht, was ich erlebt habe. Aber ich erzähl's euch auch nicht. Das ist nicht eure Sicherheitsfreigabe. Aber jetzt kommen wir hier endlich durch. Aus dem Weg, du geringverdienter Kristall. Und du auch. Ja, nice. Das Fundament gehört komplett uns. Auf wen soll ich hören? Komisches Wesen A oder B oder keines? Am besten keins. Die Behörde ist in Gefahr. Wir wissen, wir müssen den Nagel reparieren. Die Astralebene hat ihre Rechnung ohne mich gemacht. In der Tat. Jetzt verschwören wir uns hier erstmal gegen alles und jeden. Ich hab mich alle mal kreuzweise hier. Ich mache euch platt. Ich habe Hartman besiegt und den komischen Klumpen da schon dreimal. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Ah, wir sind richtig. Geil. Rand der Schlucht. Oh! Ich bin in der Astralebene. Oh, not this again. Der Riss wird einfach immer schlimmer. Was ist hier? Komme ich da wieder zurück? Ah ja. Okay. Ich wollte eigentlich nämlich noch die Kiste hier mitnehmen. So viel Zeit muss schon sein. So, müssen wir jetzt aber hier trotzdem noch runterfallen? Das sieht ganz so aus, ja. Machen wir das halt nochmal. Mal gucken, was die Astralebene von uns will. Sieht auf jeden Fall ein bisschen abgefragt aus hier. Also, Astralkollision. Na, ganz toll. Das ist aber hier. Ja, ach. Es geht scheinbar in beide Richtungen. Ja, so ist es bei einer Kollision. Es schiebt sich alles so ein bisschen ineinander. Was haben wir hier? Oh, Dokumente. Dokumente, die hatten wir heute noch gar nicht. Liebe Wissenschaft, in meinem Salamander steckt ein Mensch. Er hat menschliche Augen. Warum sieht das sonst niemand? Ich denke, das ist wie bei Werwölfen, nur dass es auch andere Wehrtiere gibt. Werhunde, Werkatzen, Werotter, Werschmetterlinge, wer alles. Da stecken Menschen in den Tieren und sie kommen nicht raus. Sie stecken in allen Tierkörpern fest. Nicht in allen Tieren natürlich, aber jedes Tier kann ein Wehrtier sein. Meine Eltern glauben mir nicht. Ist das vielleicht schon mal passiert? Ich denke, wenn das jemand weiß, dann du. Beste Grüße, John Lemain. John, das nennt sich Animagus. Das Wort, was du suchst. Was machen wir eigentlich damit? Das sieht doch auch irgendwie wichtig aus. Ah, ein astraler Energieklumpen. Wie soll ich denn da hinkommen? Das wird doch nichts. Ich probier's. Oh nein, 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 nein. Das ist doch nicht wahr. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Vielleicht muss ich von hier oben starten. Dann habe ich ein bisschen den Highground sozusagen. Aber ich komme da nicht hoch. Zumindest nicht so ohne weiteres. Aber ich glaube, das ist der Trick. Das ist der Trick. Hätte ich auch mal drauf kommen können. So, dann kommen wir nämlich von da hier rüber. Und von da brauchen wir das Ding eigentlich gar nicht. Wieso geht es nicht?
Ach ja, wer wäre nicht gern ein Wehrotter, hä? Oh. Ach ja, richtig. Wartet mal. Ich muss ja den Impuls wieder austauschen. Ich hatte den ja bloß drin. Weil ich die Mod ausrüsten wollte. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt glimpflich ausgegangen ist oder nicht. Doch ist es, weil ich komme da hier wieder rüber. Na Gott sei Dank. Diese Astralebene mit ihrem fehlenden Boden macht mich echt kirre. Ich glaube, ich wäre gern ein Werwombat. Schreibt mir doch gern mal in die Kommentare, was ihr für ein Werttier seid. Oder was ihr gern für ein Werttier wärt. Oder eine Wehrrobbe. Das ist auch geil. Ich meine, Robben leben ja sowieso ganz, so ein bisschen the good life die ganze Zeit, ne? Chillen auf Sandbänken. Hin und wieder fangen sie sich mal einen Fisch und pfeifen die sich rein. Ist eigentlich ziemlich entspannt. Das ist vielleicht sogar noch besser als das Wehrwombat. Also mal gucken. Wenn es schon zu viele Wehrseehunde gibt, werde ich zum Wehrwombat. Ansonsten würde ich glaube ich Wehrseehund werden. Da hoch? Hier vielleicht. Oder auch nicht. Jetzt hör doch mal auf, dich permanent hier wieder zu regenerieren. Ah, hier ist wieder so ein astraler Energiekern. Rein damit. Ah. Bestimmt gleich was bringen. Loot. Loot. Loot ist gut. Das gilt auch in diesem Spiel. Und Dokumente sind auch ganz wichtig. Vor allem hier auf der Astralebene. Oh, eine Winkelkatze. Geil. Manekineko-Statue. GO48PE. Isolationsprozedere unbekannt. Beschreibung Gewaltdelikte. Eigenschaft. Die Keramikfigur einer winkenden Katze. Ein weit verbreitetes Symbol für Glück in japanischen Schaufenstern. Die folgenden gewandelten Wirkungen wurden bei den Objekten beobachtet. Antikörperlichkeit. Affinität zu bestimmten menschlichen Verhalten und kleine Bewegungen. Es winkt mit dem Arm. Das ist aber normal. Es wurden mehrere Inkarnationen dieses Objektes gesichtet. Ob es sich dabei um unabhängige gewandelte Objekte handelt oder Kopien von GO48 ist nicht bekannt. Hintergrund. Es ist nicht bekannt, wie das die Objekte ursprünglich in das älteste Haus kam. Es wurde auf dem Stuhl des Direktors gefunden und sofort in einer Zelle des Panoptikons isoliert. Am nächsten Tag bemerkte ein Agent, dass zwei weitere Figuren aufgetaucht waren. Stunden später waren alle drei verschwunden. Dass die Objekte wird überall dort in der Behörde gesichtet, wo Agenten, geschwärzt, Aufgaben ausführen. Es besteht die Theorie, dass die Objekte erscheint, wenn bestimmte unbekannte Kriterien erfüllt werden. Der momentane Standort ist unbekannt. Ja toll, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Ja wow, was für ein wissenschaftliches Highlight. Also wenn bestimmte Kriterien zutreffen, dann kommt es zu bestimmten Ereignissen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Winkelkatzen einfach nur ein Scherz von Achti sind. Es hört sich halt ganz genauso an, wie ein Scherz, den Achti durchziehen würde. Einfach abends beim Putzen, hier und da, so ein paar Winkelkatzen verteilt und am nächsten Morgen so, holy shit, sie ist wieder da. Ich habe sie ja gestern weggeräumt, wie kommt sie hierher? Oh mein Gott, wir werden alle sterben, die Winkelkatzen kommen und holen uns. Ja, also, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr klingt das nach Achti. So, komme ich da jetzt schon hoch? Halt immer so. Ist immer so schnapp ab hier. Fällt mir eigentlich gar nicht. Oh, da habe ich einen Checkpoint gesehen. Nice Stein, den will ich haben. Und wir hören uns aber erstmal das Audiolog an. Bitte beachten.
Die Behörde hat keine Fenster. Sollte Ihnen ein Fenster auffallen, schließen Sie sofort die Augen und gehen zum nächsten Schutzraum. Sie dürfen ein beliebiges Kleidungsstück als Augenbinde verwenden. Verstöße gegen die Kleiderordnung werden nicht geahndet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir können an der Stelle festhalten, dass die Behörde nicht mit Windows arbeitet. Zumindest nicht sehr effizient, wenn sie es doch tun. So, Checkpoint. Nehme ich sogar sehr gerne. Schaboing. Ganz schön astrallastig die Folge hier. Aber ich finde, abgesehen von unserem Kampf gegen den Klumpen, bin ich dann doch erstaunlich selten runtergefallen. Hier ist natürlich nur ein astraler Klumpen oder Energiekern. Wir brauchen wahrscheinlich zwei, ne? So, nee, oder auch nicht. Ach, habe ich jetzt eine Entscheidung getroffen? Oh. Das habe ich gar nicht mal so bewusst getan. Aber wahrscheinlich können wir am Ende des Tages sowieso wieder beides machen. Ah, das sieht doch aus, als könnte ich hier gleich Leute versenken. Oh, oder ihr verkloppt euch einfach gegenseitig. Das ist natürlich auch eine Variante. Ach, perfekt. Wollte mich gar nicht drum kümmern hier. Ah, du siehst mich nicht. Ja, geh da drauf. Noch einen Schritt. Weiter. Reicht das schon? Nee, reicht noch nicht. Oh, er ist wieder weggegangen. So ein Bastard. Na, muss ich mich jetzt doch um beide kümmern. Oh, jetzt... Hör auf mit deinen Spitzhacken. Das tut voll weh, Mann, Junge. Oh, ich dachte kurz, es ist abgestürzt. Holy shit, das hatten wir ja ewig nicht. Was ist mit dir los? Du platzt ja nur. Komm, ich will dich in meinem Team. Hübsch bist du nicht, aber selten. Also ohne Scheiß, das finde ich nicht in Ordnung. Dass die hier mit ihren Spitzhacken mir ins Gesicht hämmern. Ah, ich hätte es auch da reinmachen können, ne? Aber jetzt habe ich nur noch ein. Ach nee, da ist noch einer. Okay. Rein mit dir. Was habe ich erschaffen? Was habe ich getan? Ach, da. Okay. Wir gehen erstmal wieder auf die Mauer, auf die Lauer. Oh, da drüben wird bestimmt gleich was spawnen. Ja, RIP. Komm her. Du siehst ein bisschen verbrannt aus, wollte ich sagen. Ist nicht böse gemeint. Tschüssi. Hauste. Sehen uns. Kann sogar wirklich passieren, dass wir uns sehen. So oft wie ich hier. Ah, das ist wieder so ein astraler Schornstein. Oh, du bist ja gar nicht. Gehörst ja gar nicht zu mir. Dankeschön für Ihre freiwillige Spende als Holzkohle. Beim nächsten Barbecue werden wir sie in Erinnerung behalten. Oh nee, ihr seid wieder so Spitzhackis. Das kann ich ja gar nicht ab. Spitzhackis und Fliegis. Ach nee, das ist ja auch wieder so ein Holzkohle-Dude. Au, Schmerzen. Hör auf damit, ich hasse dich. Heslon. Gib mir erstmal euer Leben hier. Ich hab's mir verdient. Und die Energiekerne nehme ich auch. So, ab in den astralen Schornstein. Und du... Ab in den astralen Schornstein. Ja, nice. Hat funktioniert. Oder? Oder? Der ist noch aus. Wo ist denn der Klumpen hängen geblieben? Oh, nö, ne? Hä? Was ist denn da los? Lass mal reingucken.
Was ist denn da schon wieder kaputt hier? Aber wir können nicht reingucken, na gut. Ah doch, da ist irgendwie... Gehen wir das so weg? Yes! Oh, ich bin Rätsellöser 5000 hier. Jetzt habe ich's. Ah, sogar eine Treppe diesmal, das ist ja sehr zuvorkommend. Naja gut, zumindest kurzzeitig. Wisst ihr, wenn er schon dabei war, hier eine Treppe zu bauen, hätte er das auch durchziehen können. Naja. Was soll's, ich beschwere mich ja gar nicht. Halt. Nein! Spawnt er wieder? Oh, Gott sei Dank. War's das schon? Ach. Ich hätte gedacht, das dritte habe ich nicht erwischt. Aber gut. Aber gut. Also, eigentlich ganz schön hier. Sieht ein bisschen aus wie... Nee, weiß ich nicht. Ich habe keinen Vergleich für das hier. Oh Gott, das war aber knapp. Heieiei. Wird das was? Wird das was? Ja, heieiei. Ach so, na gut, dann nicht. Ah, oh, das ist aber auch immer so knapp gemacht, ey. Leute, Leute, Leute. Ist nichts für meine Nerven. Was ist denn das? Hä? Wieso geht denn das nicht kaputt? Oder kann ich hier schon einfach hoch? Muss ich da gar nicht mehr hin? Ach so, na dann nehmen wir erstmal den Checkpoint, würde ich sagen. Ganz schön viele Kontrollpunkte hier. So, geht's jetzt kaputt? Naja, klar. Ich muss das natürlich in der vorgegebenen Reihenfolge machen, ne? Was fällt mir denn ein, da eigene Wege gehen zu wollen? Um Gottes Willen. Wo kommen wir denn da hin? Eigener Wille. Ist ja geradezu... Was ist denn das? Anstein. Ist ja geradezu verbrecherisch. Getroffen? Ah, aber die treffen voll gut. Oh boy. Ah, Holzkohlespender. Danke dir. Vor dem mache ich mir ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Ja, wobei. Geht gerade wieder. Nein, behalt deine Spitzhacke. Ich möchte nicht von der Spitzhacke... Was ist denn daran so schwer, dass ich keine Spitzhacke im Kopf haben möchte? Das kann doch nicht so moralisch unselbstverständlich sein, dass man das nicht möchte. Ich verstehe das gar nicht. Und das astrale Puzzle geht weiter. Wir müssen da rüberkommen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich völlig egal gewesen, welchen Pfad wir gewählt hätten. Wir hätten dann immer zur jeweils anderen Seite gemusst, schätze ich mal. Aber, liebe Freunde, dieses astrale Puzzle, das geht nicht mehr heute weiter, denn die Folge ist zeitlich schon weit ran. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um einen kleinen Cliffhanger zu setzen. Denn was wir am Ende dieses Astral-Levels erleben werden, das sehen wir dann am nächsten Montag in der 54. Folge schon. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Genauso wie ich mich über das Däumchen freue, was ihr mir gerade gegeben habt. Dank geht raus. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Montag. Habt eine tolle Woche und haut rein. Rein.